Jo. Ja, wir wollen uns natürlich noch weiterhin stellen. Boah, das ist doof, dass man echt nicht so durchblättern kann, sondern wirklich nur nach unten. So muss ich jedes Mal nach unten scrollen. Oh, jetzt kommt Gilgamesh. Der Kabuki-Leibwächter von Exodus. Okay. Eigentlich müsste ich jetzt mit Bartz kämpfen, ne? Der sucht doch immer seinen... Ah, die Musik. Der sucht immer Bartz. So, jetzt bin ich mal super gespannt, was der an HP hat. Okay, der hat ein bisschen mehr HP. Und vielleicht können wir den sogar fangen. Verursache den Zustand Tobsucht. Im Prinzip hätten wir das. Wir haben das als Samen. Wir haben Tobsucht als Samen aber noch nicht gelernt. Das heißt, wenn ich den mal fangen will, muss ich den in die Tobsucht Rad springen. Oh, die Musik ist toll. Oh, diese Musik ist wirklich so toll. Du müsste aus Final Fantasy 5 sein. Und ja, selbst da ist die Musik wunderbar. Well done. Well done. Das hört sich an wie so ein Steak. Halb pro. Well done. Tanz der Vampire. Gab es nicht so eine Aufführung? Oder so ein Theaterstück? Tanz der Vampire. Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Okay, jetzt können wir den Vampir einzeln fangen. Das ist echt krass. Wahrscheinlich müssen wir... Ich habe keine Ahnung, was wir müssen, aber wir gucken das mal gleich. Eine süße kleine Wehrmaus. Kann sich nicht wehren. Lichtattacken, ja. Okay. Also wir hatten auf jeden Fall ein Monster gefangen, eine Mirage, die Lichtattacken kann. Wenn ich die mitnehme und gegen den kämpfe, dann gehört auch dieser Vampir mir. Mir ganz allein und sonst keinem. Erstmal seine Mäuschen da weg. Knocken. Und dann knocken wir ihn selbst um. Nein! Rain! Please! Don't die! Please! Ha! Sie hat überlebt. Sehr gut. Wehrmaus muss noch recken. Und jetzt können wir den mit Aqua zupumpen. Quasi in so einen Schlauch in den Mund und Wasserstrahl ab. Was ist mit Feuer? Vampire brennen doch gut. Ja, exzellent. Nein, er macht wieder seinen Todes-Dingsbums, was 2500 abzieht. Aber das reicht noch lange nicht, um uns zu besiegen, du dreckiger Vampir. So ein Eisklumpen auf dem Kopf, tschack, tot. Funktioniert, super läuft. Und der nächste Kampf. Tja, jetzt können wir wirklich von unten. Kommen wir schneller ran. Ja, da. Ihre königliche Hoheit. Mit dem Küchenmesser. Das ist auch so typisch Final Fantasy. Es gibt einen Tombery und er hat immer ein Küchenmesser. Warum das so ist, das weiß keiner. Aber es ist einfach so. Okay, hier können wir natürlich irgendwelche Massenflächen Dingsbums spammen. Sowas wie Sandsturm. Und danach natürlich sowas wie Eisgar. Sehr gut.
Jetzt die Frage: Was braucht einen Tombiri, um ihn einzufangen? TP reduzieren. Ich muss irgendeine Attacke finden. Oder meinen die einfach nur. Nein, ich glaube, die meinen nicht irgendwie so die ganze Zeit die AP runterschlagen, sondern irgendeine Attacke, die das reduzieren kann. Da muss ich mich noch auf jeden Fall informieren, was damit gemeint ist. Mann, ich möchte die Krone haben, die er hat. Die steht mir bestimmt viel besser. So, Königstombery, gib mir doch deine Krone. Du brauchst sie nicht. Und dein Mantel ist auch toll. Ja, 3000 zieht er ab. Nice. Warte mal, das ist doch gegen Wasser empfindlich, oder? Nee, war das jetzt nein? Ja, vielleicht. Ach, der kriegt dann noch ein paar Schläge und dann ist er gut. Wir sind schneller, wir sind schneller. Ah, doch. Tatsache. Das heißt, die Pilger wird... What? Hä? Wie jetzt? Da... Oh. What a shame. Warum? Nee, 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 das lasse ich mir jetzt nicht auf mich sitzen. Also Königstombery, du hast jetzt hier einen Feind mehr. Tatsächlich muss ich irgendwas gegen ihn machen. Das heißt, am Ende macht er eine super Messer-Hack-Attacke, die uns irgendwie killt. Das ist nicht gut. Das geht gar nicht. Warte mal, Schneesturm ist doch auch auf einmal. Wow! Bitte bedienen Sie sich! Ja, gerne! Komm mal her, Tombery, ich hab dich noch nicht. Nein, du möchtest nicht. Aber du musst! Also, ich muss auf jeden Fall irgendwas mir einfallen lassen, um. Jawohl, Tombery gefangen. Um den zu fangen. So. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Erstmal der Feuer. Warte mal, war das jetzt effektiv oder nicht? Resistenz, okay. Also ich muss mir jetzt auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen, um den zu killen. Ich habe auch schon eine Idee. Und zwar Odin holen. Oder so, keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf Sammeln. Und versuchen unsere Dienste hier zu sammeln. Unsere AP und dann in diese Mega XL Mirage. Mal gucken, ob wir dann irgendwas damit reißen können. So, können wir schon irgendwas rufen? Leviathan, Diablos. Odin. Odin. Oh, das ist so toll. Das ist so süß. Die beiden zusammen. Oh, Bruder und Schwester, die sind toll. Wenn er jetzt eine Durchschneidattacke macht, dann ist ja alles im Lot. Aber wahrscheinlich kann ich die noch nicht benutzen, oder? Weil ich die erst lernen muss. Und die habe ich noch gar nicht gelernt. Fähigkeiten. Regener. Doch hier, 18. Je niedriger die eigene TP, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Gungir. Ach guck mal, Lichtschaden können wir auch mit dem machen. Okay. Und verursacht blind. Hä, was? Hat er gerade 97 abgezogen?
Hashtrade war gerade 97 abgezogen. Ach, das verbraucht alle HP. Wahrscheinlich verfehlt er jetzt. Jetzt quack, quack, quack. Du Pfeife, wie konntest du nur daneben? Ah, verdammt. Ja, jetzt werden wir leider bitterlich sterben. Ich warte noch auf sein Küchenmesser. Ich weiß nicht, wie wir jetzt den besiegen können. Der wird auf jeden Fall sein super Küchenmesser gleich benutzen. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Also wir müssen auf jeden Fall die Attacke irgendwie trotzen. Aber wie? Nehmen wir eine XL-Mirage schon, oder? So, ich mache jetzt nochmal was. Ich probiere jetzt nochmal was. Oh, ich glaube, das ist die Attacke, oder? Ah, jetzt habe ich gesehen. Die hat ja 28.000 abgezogen. It is important to know your limits. Okay. Gut, ich probiere es nochmal. Das heißt, ich musste rechtzeitig besiegen. Das ist aber cool, das ist eine Herausforderung. Die werden wir schaffen. Die werden wir schaffen. Ich muss noch mal kurz gucken, gegen was er empfindlich ist. Fähigkeiten, Analyse, Tombury. Nee, viel zu schnell. Der ist gegen Blitz empfindlich und gegen Licht. Okay, gegen Blitz und gegen Licht. So, haben wir beides nicht. Das ist natürlich doof. So, Licht und Blitz, Licht und Blitz, Blitz und Licht, Licht und Blitz. Okay, dann müssen wir das hier verwenden. 5000, okay. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Fähigkeit Eis. Ich glaube, Eis war auch ganz gut, oder? Ja, 5000. Vielleicht schaffen wir den diesmal doch, ohne dass er seine Killattacke macht. Ja, jetzt bitte nicht, bitte nicht. Okay, cool, alles klar. Wir können ihn jetzt wieder einfangen. Entweder klappt es jetzt oder wir killen den. Nein, es hat nicht geklappt. Ich versuche ihn jetzt einfach zu fangen, ja? Warum töten, wenn ich fangen kann? Komm schon, bitte. Nein. Okay, letzte Chance. Ich habe eine andere Idee. Das wird aber nicht klappen. Wenn ich jetzt Verteidigung mache, oder ich mache den... das geht auch alles nicht. So, da muss jetzt bitte gefangen werden. Bitte. Please. Jawohl. Dankeschön. Tombury, willkommen in meinem großartigen Team. Wir haben König Tombury gefangen. Das ist toll. Ich glaube, der war L, oder? Ja, der ist L. Königlich im Umhang mit dem Messer hat dieser Tombury-Art mit Kollektivhass sogar noch den Groll aller gefallenen Kameraden im Gepäck. Dicker kann es kaum kommen, außer bei seiner royalen Robe, in der er furchtbar schwitzt. Okay, alles klar. Königstombury, willkommen im Team. Mal gucken, wie der ist. Also, wir gucken uns natürlich den später an. Irgendwann mal. Auf jeden Fall haben wir den geschafft. Well, geschafft, besiegt. Wie sagt man so schön, alle Dinge, alle guten Dinge sind drei. Und genau beim dritten Mal haben wir das geschafft.
Also der nächste Gegner heißt irgendein Affe. Sieht aus wie so ein Saiyajin. Vegeta verwandelt. Mal gucken. Let's begin. Ah, doch nicht. Ach, die beiden. Ja, die können wir doch noch. Das heißt, cool. Das heißt, hier können wir sie fangen. Okay, brauchen wir aber erstmal nicht. Wir wollen sie ganz normal erstmal killen. So, der ist Wasser, also müsste der gegen Feuer empfindlich sein oder Blitz? Blitz, okay. Oh, jetzt machen die richtig Damage. Süß. Kitzeln, ja, ich kitzel dich mal. Hier. Oh, wie süß, 183. Nein, ich möchte nicht blind werden. Wow. Okay, ich glaube, die wollen uns töten. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe das Gefühl, die wollen uns ausnocken. Okay, dann gehen wir doch erstmal auf das Auge, weil das Auge gegen Wasser empfindlich ist. Nee, 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 die denken, die töten mich jetzt, aber die denken falsch. Megatrank. Okay, das heißt, ich mache mit ihr wieder die Heilrolle übernehmen. Und mit ihm machen wir Angriff. Also das sind auf jeden Fall gute, herausfordernde Gegner, die natürlich ein bisschen stark sind, aber nicht so stark, dass die uns platt machen. Aber sie versuchen es zumindest und das ist doch schon mal, ne? Nicht schlecht, Gegner, nicht schlecht. Jo, Aqua auf die Flatterauge. Ich hab dich gleich, Flatterauge. So, gesagt, getan. So, und jetzt auf diesen Gorilla. Also das Bildchen sieht aus wie ein Gorilla, aber das ist halt so ein Alien-Tentakel-Dingsbums-Dings. Wir machen Sammeln. Warte, vielleicht können wir den sogar fangen. Warte mal, wenn ich jetzt Reflektieren mache, reflektiert sich das auch nicht? Nee, das geht, okay. Verursacht den Zustand Gift. Okay, ich muss den vergiften. Wir haben nichts mit Gift. Wir haben echt nichts mit Gift, also müssen wir nochmal draufhauen. Jo, erstmal durchheilen. Hier machen wir auch mal heilen. Ja, also diese Mirage, die hält auch was aus, ne? Nein! Verdammt. Stimmt. Da ist ja hier Reflekt im Spiel. Da muss man aufpassen. Also deswegen hauen wir auch nochmal drauf. Wir haben dich gleich besiegt.
das ist, also das ist gut. Also das gefällt mir wirklich sehr, weil es ist eine kleine Herausforderung. Es ist jetzt nicht so, dass die mich jetzt töten, aber sie versucht. Das ist doch schon mal was wert, ne? Aber wir haben es geschafft. Das ist, ja. Aquagar-Samen. Ja, also, hier werden wir dann unseren Part erstmal beenden. Farewell. Lebt wohl. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Kolosseum-Spektakel hier super gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Noch viel Spaß bei dem, was ihr tut. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das bitte auch über Kommentare. Und natürlich über ein Däumchen hoch, würde ich mich super freuen. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao, winke, winke, bye, bye. Euer Gelato86.